Hallo, hi zusammen. Willkommen zu einer weiteren Folge der Sweet Legacy Challenge. Die Mutti ist noch da, der Neo wird gerade in den Schlaf gelesen. Ja, komm mal lieber hier an den Tisch, meine Liebe. Aber irgendwie ist das Licht ein bisschen komisch, oder? Sie ist auch so dunkel gerade. Jemanden parodieren. Coole Tastenakkorde. Ja, meine Witze sind halt schlecht. Ich muss die wirklich ein bisschen besser machen. Ja, ich glaube, sie strengt sich auch ein bisschen an jetzt. Marotte hasst die Schlafenszeit. Neo leistet Widerstand, wenn er ins Bett gehen soll. Kleinkinder mit der hasst Schlafenszeit, Marotte, tendieren dazu, kurz nach dem Einschlafen wieder aufzuwachen und bitten ihre Betreuungsperson um viele Dinge, um das Schlafen hinauszuzögern. Sie entscheiden sich erst selbstständig dazu, schlafen zu gehen, wenn sie sehr, sehr müde sind. Hatten wir das nicht irgendwie schon? Ich weiß nicht mehr, wer das in der Säuglingszeit hatte. War das auch der Neo? Warme Kleidung, weil warme Kleidung anhat hier, weil warme Wäsche anhat. Das hat mit dem Trockner zu tun. Das ist voll toll, ne? Apropos Trockner. Benutzt und trocken? Ihh. Aber das ist nicht unsere, ne? Da stand nicht weglegen. Wir machen mal das Flusenfilter sauber. Das Flusenfilter. Bitte nicht nachmachen. Sauber und feucht. Dann macht das mal bitte in den Trockner. Bisschen den hier. Nein, egal. Was soll's? Egal. Wir tun so, als hätten wir das nicht gesehen. Wir haben hier die Nachbarschaftsplage. Ja, da wollte ich gleich mal lesen, was da so los ist. Sie könnte aber noch ein bisschen schlafen, glaube ich. Ach so, und Neo wacht ja jetzt auf, oder? Nee, doch nicht. Ja, Kuchen essen und tratschen nachts um 4. Das ist doch toll, oder? Tag verschönern. Wir machen mal die Kerze an. Vielleicht sollten wir auch noch eine kaufen. Ach, ich lasse mich schon wieder ablenken von den ganzen schönen Möglichkeiten, ne? Plopsi durchsuchen. Wir könnten. Oh, ein Bär. Bärin Claire. Die kleine Bärin Claire. Sie liebt dich sehr. Sie wurde nur für dich handgefertigt. Also gib sie niemals her. Auch wie knuffig einfach. Ja, ist das für Kinder? Sieht man nicht, ne? Aber ist bestimmt für Kinder. Grau gepunktete Socken. Ja, ich will. Angeboten von Zukunftswürfel. Wir haben noch mal eine Kerze für hier rein. Oh, ein kleines Gemälde. Von grüner Diamant, lol. Das ist hübsch. Ich will mir das mal angucken in groß. Ja, ich kaufe schon wieder ganz viel ein. Aber wir haben ja auch ganz viel Geld, ne? Ein Polsterhocker. Ach, so einen hat die Julina auch mal gemacht, nur in einer anderen Farbe. Zaubertrank-Bedürfnisbefriedigung. Wenn du diesen Zaubertrank trinkst, werden deine Magievorteilspunkte zurückgesetzt. Ach so, nein, das wollen wir nicht. Nee, aber der Name ist falsch, oder? Irgendwie passt das nicht zusammen. Was haben wir hier? Schaut mal, freundlicher Rat. Cindy erinnert sich an den Moment, als ich Sophie ihre Probleme anhörte und ihr einen gut durchdachten Rat erteilte. Ich wäre beeindruckt. Cindy weiß, was sie tut und Sophie ist voller Respekt. Toll. Ja, ich finde es auch super, muss man echt mal sagen, ne? Was in dem Spiel alles möglich ist momentan. Also mittlerweile, das ist halt einfach perfekt. Nerviger Lärm. Ach, das ist es. Der Krach wird langsam unerträglich. Cindy hat die Nase voll von dem ständigen Lärm, der von der nachbarschaftlichen Wohneinheit herüberschallt. Haben die denn gar keine Manieren? Deswegen muss das mitten in der Nacht auftauchen. Ja, und ich muss hier mal, glaube ich, gucken, wo das herkommt. Sind das wirklich die? Ich kann mir anscheinend aussuchen, wer jetzt hier irgendwie Krach macht. Okay. Dann tun wir einfach mal so, als wären das die überdehnen. Weil, ja, in meinem Real Life ist das halt leider auch das Ding. Sollen wir wirklich eine Nachricht hinmachen? Passiv-aggressive Nachricht hinterlassen. Ein kleiner Seitenhieb, ohne allzu sehr auf Konfrontation zu gehen, reicht vielleicht aus, um ein Problem aus der Welt zu schaffen. Oder? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Cindy, ich leide absolut mit dir. Ich kann das absolut verstehen. Wir machen einfach die passiv-aggressive Nachricht. Ah, es ist furchtbar, immer das Getrampel nachts um 5. So,
Also jetzt ist Schluss hier mit lustig. Runtergeschoben. Die Mietparteien scheinen sich ein wenig besser zu fühlen, nachdem der schuldige Sim verwarnt wurde. Die Mieteinheitbewertung ist folglich gestiegen. Okay. Ja. Nicht schlecht. So, du hast noch ein bisschen Energie. Da würde ich mal sagen, wir gucken mal, wie das Wetter ist. Ja, du kannst mal joggen gehen, würde ich sagen. Das war doch erfolgreich, ne? Wir könnten die Mutti einfach dort lassen. Könnten die Runde auflösen und einfach joggen gehen. Weil sie muss sich ja auch abreagieren und sie ist ja energiegeladen und so weiter. Dann Runde auflösen. Ein bisschen teleportieren. Auf zum Joggen. Ja. Energiegeladen joggen gehen. Oh, Palingo. Ob zwei Kinder reichen? Auf zum Joggen. Oh, du ziehst dir bestimmt gleich deine Sportsachen an. Die guckt echt immer auf ihr Handy, ne? Ich glaube, ich habe da eine Mod gesehen, dass sie nicht aufs Handy glotzen. Normalerweise stürzt mich nicht, aber beim Joggen... Weiß nicht. Permanent hier, ne? Muss ich mal noch mal gucken, dass ich mir den Mod runterlade hier. Oh, ich weiß, was wir machen könnten. Zum einen mal endlich die Post aus dem Briefkasten holen. Weil da wurde ja schon vor Ewigkeiten mal was geschickt. Bevor ich es wieder vergesse, mache ich das schnell. Huch, ich habe die Post vergessen. Ja. Wieder gewachsen wegen Anstieg einer Kleinkindfähigkeit auf Level 3 oder 5. Echt? Oh, du bist am Baden, kleine Maus. Ja, Sami ist toll, ne? Ihr habt vollen Freundschaftsbalken, ne? Super. Boah, da ist aber viel Zeug drin. Es wurden ja Geschenke geschickt. Guckt mal an, ein Blumentopf. Der ist ja niedlich. Und eine nicht authentifizierte omiskanische Maske. Das ist doch bestimmt auch ein Geschenk. Das ist das wahrscheinlich, was Jonas, glaube ich, nicht mitgebracht hatte beim Geburtstag. Ich weiß nicht mehr. Ja, die könnten wir halt natürlich ja, authentifizieren und so, ne? Ja, das hier ist ja schmutzig. Das müssen wir auch mal machen. Stellplatz säubern. So, Cindy, da bist du ja schon wieder. Sie muss los. Okay, kein Problem. Ich glaube, wir sind auch mal fertig mit Joggen. Tschüss, Mutti. War schön, dass du da warst. Ich weiß auch, schön joggen. Das tat mir echt gut. Auftritt schreiben oder geben. Das müssen wir natürlich auch machen. Ich glaube auch, das machen wir jetzt sofort, oder? Also, sie muss noch Stall ausmisten. Dann reisen wir mal schnell weg. Du brauchst nicht rausgehen. Du kannst dir aber mal was zu essen geben lassen. Um Nachtisch bitten, natürlich. Ich will Nachtisch. Ja, für dich. Kriege ich Nachtisch? Lecker, lecker. Ja, das ist ein neuer Safe. Da kommen diese ganzen Errungenschaften nochmal von vorne. Hygiene niedrig. Dann tu mal bitte die Hufe säubern. Dann machen wir das auch noch, bevor hier die Cindy wegreist. Kommt auch mal rein. Wie geht's dir? Dir geht's gut. So, wo ist May? May, wo bist du? Kamera zentrieren. Ah, dort bist du. Okay. Nein, hier ist Schimmel. Dann mach den mal bitte weg. Uiuiui. Und da ist es tatsächlich, Leute. Die frisst hier einfach. Da brauchen wir sie nicht mit der Flasche füttern. Wie ich mir schon gedacht habe. Also wie wir es natürlich auch gelesen haben. Ne? Haben wir nur noch nicht gesehen. Oh, die sind beste Freunde geworden. Floyd, was willst du von mir? Wixinia. Was macht ihr? Nachbarschaftsplausch. Hast du von dem Getrampel gehört nachts, ne? Also die, die über uns wohnen, die wohnen ja unter dir. Also das war ja
Nee, warte mal, er wohnt gegenüber von den Nachbarn oben drüber. Der Schemel muss weg. May, pass auf hier. Halt dir die Nase zu. Das ist das ja. Furchtbar. Schimmel im Stall ist nicht gut. Gut, dann wollen wir jetzt mal wegreisen. Weil, ja, die soll ja einen Auftritt geben. Und ich will ja, dass sie ihren Job nicht irgendwie verliert. Sie soll das schön behalten. Sie wird mal die Nikki mitnehmen. Habe ich gut sauber gemacht. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ja. Wir reisen jetzt in das Café Keks in Windenburg. Das hat die liebe Missy Sims gebaut. Das findet ihr bei ihr in der Galerie. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe auch der Cindy ihr Mikrofon eingesteckt. Ich glaube, dort ist eins platziert, aber falls dort keins ist, kann sie sich das quasi hinstellen und dann ihre Witze erzählen und ihren Auftritt geben. Ja, dann mal auf ins Café Keks. Okay, es ist nicht so kalt wie bei uns in Chestnut Ridge. Nein, ich möchte jetzt eigentlich kein Essen bestellen. Wir tun erstmal hier ein bisschen von Ideen erzählen. Und dann zeige ich euch mal ganz klar, ich zeige euch mal das Grundstück. Ich kann nicht mehr reden, man merkt's. Naja, so sieht das gute Ding aus. Es ist quasi ein Makeover, aber eins, das einfach unersetzlich ist. Es ist so cool geworden einfach. Weil vorher, wer es kennt, es ist einfach ein tristes Dings von irgendwas. Ja, kaum zu benennen. Ja, hier haben wir den Buchclub nämlich drin. Den gibt es in diesem Spiel. Und der hat hier quasi seinen Treffpunkt. Und ja, da. Man sieht hier schon die Kekse überall. Ja, es ist ein wunderschönes Grundstück. Das könnt ihr euch, wie gesagt, bei der Missy Sims in der Galerie runterladen. Und hier ist natürlich eine Kinderecke. Und wie ich sehe, es ist gut, dass ich mein Mikrofon mitgenommen habe. Also das Mikrofon der Cindy. Weil hier ist gar keins. Ich habe es gedacht, aber es ist doch keins da. Gut, ist auch okay. Na, kommst du mit rein? Ja, bestimmt, ne? So, wo stellen wir das denn auf hier? Es ist zwar noch keiner da, aber macht ja nichts. Können wir das rausziehen? Einfach perfekt. Obwohl, dort ist doof, ne? Wir gehen vielleicht... Ja, wir stellen es einfach mal hier daneben. Und erzählen unsere Witze. Comedy-Auftritt üben. Mach das mal bitte. Wir haben den einen gar nicht fertig geschrieben, ne? Grau gepunktete Socken. Können wir mal hinzufügen. Das kriege ich doch mit links hin. So, also manchmal... ist es doch irgendwie komisch, vor leeren Stühlen einen Auftritt zu üben. Aber es ist besser als zu Hause im Schlafzimmer, deswegen bin ich hier. Verbessert sich denn der Auftritt dann irgendwie? Na, ist ja gut zu wissen, ne? Auftritt geben, normal und immer noch schlecht. Ja. Nikki, willst du vielleicht auch hier hochkommen? Auszug aus geschriebenem Buch lesen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Erzähl doch mal Witze. Nikki, wo bist du? Ah, du kommst schon. Ja, so langsam kommen hier auch ein paar Leute rein. Ach, guckt mal an, Max Palmer. Der wohnt in der Großstadt. Den findet ihr auch bei der Missy Sims. Den hat sie erstellt. Na, setzt du dich hin, Nikki? Nein, sie will nicht. Oh nein. Dann muss sie halt für sich selber jetzt üben. Oh, sie ist gleich ein Level weiter. Cool. Wo haben wir es denn? Das soll jetzt irgendwie geordnet sein. Ja, Comedy. Sie hat dann Level 8 einfach. Ja, ich war schon früher so. Ein Witz komm raus und so, ne? Das Doof ist nur, der ging nie wieder rein. Ich habe einfach weitergemacht, ne? Also,
Vielleicht habe ich auch schon meine Familie genervt, wer weiß. Yay, toll. Bald ist es soweit. Ich glaube, du kannst dir noch mal geben, oder? Einen normalen Auftritt. Mach das mal. Achso, die vorher können wir ja mal machen, dass die sich wieder hier hinsetzt. Ja, einmal hinsetzen und dann kannst du mal den Auftritt geben. Dann müsste ja eigentlich... Sie müsste ja eigentlich jetzt hochkommen, oder? Flohmarkt. Also kaufen wird sie nichts. Aber ich würde sagen, wir gehen wirklich mal dahin. Nehmen natürlich auch die Niki wieder mit. Wenn es gehen würde. Es geht nicht. Nein. Schade. Dann nehmen wir einfach die Miranda mit. Da sind wir. Dann umarmen sie mal. Du, ich habe Hunger. Ganz furchtbar Hunger. Ja, haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie Essen zu kaufen? Die Lisa Rollins tut hier einfach ein bisschen abdancen. Na klar können wir hier essen. Was für eine Frage. Ganz vergessen, wir sind ja in der Stadt. Und da ist auch die Gabriele Müller. Bei dir kriegen wir bestimmt tolles Essen. Hier gibt es auch Essen. Und Captain Gray ist natürlich auch hier. Den findet ihr bei mir in der Galerie. Er ist irgendwie ein Dauernverkäufer hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir essen Banh Mi. Enrico, hol dir auch was. Lecker, lecker. Wegen verschwendeter Zeit stressen. Das machen wir jetzt mal nochmal. Nein, du solltest das doch essen. Jetzt hast du es einfach weggeschmissen. Oder hast du es ins Inventar gesteckt? Nein, hat sie nicht. Das ist ja unglaublich. Das war eh nicht das Banh Mi. Das war irgendwas anderes. Das war Po. Oder wie es heißt. Du musst ordentlicher werden, weißt du? Du hast ein Riesenhaus und... Ich weiß nicht. Also wo ich letztes Mal da war, das war echt furchtbar. Ich weiß, ich erzähle immer dieselbe Platte, aber es leckt ein bisschen bei mir, Leute. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe ja schon Mods rausgenommen. Vielleicht muss ich alles rausnehmen. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Habt ihr das auch seit dem Patch? Wenn ja, habt ihr auch Mods drin? Also so kleine Mods von Bienchen habe ich ja nur drin, sonst nichts. Aber das da ist echt ein bisschen, ja. Bisschen schade, würde ich sagen. Isabella Woodson ist hier. Vielleicht bist du das Problem. So, dann bist du jetzt gleich satt, ne? Meine Liebe. Aber wir müssen hier anscheinend irgendwas kaufen. Können wir hier nicht vielleicht Witze erzählen? Spende geben? Kannst du nicht gehen? Wie wär's mit Auf Wiedersehen? Geh mal weg da. Nee, können wir nicht, ne? Spende geben, wir geben ihm mal 20. Ja. Gute Idee. Guck, wir haben was gekauft. Wir haben, ja, was können wir jetzt hier kaufen? Eigentlich will ich gar nichts hier kaufen. Oh, doch, will ich. Wir haben doch hier so Figuren. Und die sind ja gut für Zutaten. Also die sind ja gute Zutaten. Oh, Gabby, ist das nicht auch eine Zutat? Jetzt muss ich mal gerade gucken in unserem schlauen Buch. So, wir haben gar nicht alles fertig. Hier fehlt ja was. Fluchaustreiber. Ich brauche ja gar nicht. Upsi. Ich brauche ja die Alchemie. So, wir haben das magische Aura. Smaragd, Alraune. Okay. Dann erzwungene Freunde. Spekonium. Okay. Schnitterblume. Zombie-Karl. Das ist auch der einzigste, den wir jetzt als Zutat bräuchten, ne? Ach ja. Duplikation. Ah, das ist der, wo fehlt. Stimmt. Na gut. Dann haben wir hier schon mal einen Zombie-Karl. Guck an. Den kaufen wir doch. Habt ihr den immer im Repertoire? Wir kommen bestimmt nochmal. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch eine Zutat ist, aber wir haben jetzt zumindest mal schon mal einen Zombie-Karl. Kann aber auch sein, dass wir zwei haben mittlerweile, oder? Wir haben sogar drei. Okay, das war echt umsonst. Upsi. Upsi, upsi, upsi. Aber
Katie ist doch ein gutes kleines Opfer. Wir haben doch hier noch so einen Trank. Erzwungene Freunde. So, bevor wir das machen, wird sie aber erstmal ihren Begleiter herbeirufen. Ich hoffe, die hat die alle noch behalten mit dem Safe-Umzug. Ja, sie hat sie alle noch behalten. Die haben schon ewig nicht hervorgeholt, ne? Also, wow. Ich bin happy, dass sie alle noch da sind. Wir holen mal Gladiola. Komm herbei, Gladiola. Toll. Und jetzt werden wir dir den Trank mal irgendwie geben. Wie wirkt das denn? Ein Zaubertrank, der die Fähigkeit der freundschaftlichen Konversation verleiht. Achso, sie muss das wirklich selbst trinken. Du hast aber einen teuren Preis da. So, und jetzt? Wir haben noch gar nicht ausprobiert, ne? Es ist immer nie Zeit für irgendwas. Können wir jetzt über Ängste reden? Ja, wegen unerfüllte Träume. Da kriegen wir das auch noch los. Oh, das ist nicht weggegangen. Okay. Macht erzwungene Freunde verwenden. Die werden Freunde. Ja, die Katie, die war einmal Waisenhausleiterin und in meinem Spiel momentan ist sie leider schon verstorben. Sie kann auch sehr viel und wow, sie ist einfach Big Friend hier. Dass das so schnell geht, wusste ich nicht. Beste Freunde werden. Ich habe eine beste Freundin. Das ging ja schnell. Ich kann jeden zu meiner besten Freundin machen. Wohin gehst du? Beste Freundin, bleib doch hier. Achso, du tust die Lampen verkaufen. Okay. Tiefe Verbundenheit. Ja, weil wir uns 3 Sekunden kennen. Ist natürlich, ja, wow, ich lieb's. Ist irgendwie gut, oder? Mensch, wir sind doch zusammen hergekommen. Jetzt tust du irgendwie mit anderen immer quatschen. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Aber guck mal, wir haben, glaube ich, was wegbekommen. Unerfüllte Träume ist weggegangen. Ja, Enrico, du hast ja recht. Komm, wir machen einen Insiderwitz. Wir haben doch schon was gekauft. Kaufen wir noch den. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen Basketball spielen, ne? Können herausfordern, aber sie hat, glaube ich, doch ein bisschen Energie hat sie noch. Basketball-Wettkampf. Ja, das möchte ich. Basketball-Korb-Wettkampf sogar, hab falsch gesagt. Und zwar Enrico und Miranda. Mal gucken, ob das klappt, ja. Oh, dann tut sie wahrscheinlich später kaufen, ne? Ja, ist okay. Dann tun wir später mal gucken, ob da noch was zum Kaufen da ist. Ja, sei nicht so traurig. Guck mal, wir gehen jetzt ein bisschen Basketball spielen. Komm mit, wir machen schon cool hier. Komm. Komm, wir spielen. Komm mit. Komm jetzt. Miranda, du sollst doch mitmachen, Mann. Ja, dann spielen wir halt alleine. Yay. Sehr gut, Enrico. Ja, das war doch easy. Jawohl. Hui. Jetzt geht's weiter. Yay. Oh nein. Jetzt hat sie sich so viel Mühe gegeben, dass es cool wird. Und dann. Ja. Ist der reingegangen? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich glaube schon. Rutsch mal rüber, Enrico. Das hau ich erst noch auf die Murmel. Okay. Hat er denn wirklich viel mehr Sportpunkte, Fitnesspunkte als sie? Nein. Wow, das ist ja voll das Flugzeug. Okay. Nein, wir werden das Spiel von dort. Ich sag nicht, du kannst von dort treffen. Da glaubt doch jetzt keiner. Ne, ich glaube, sie spielt nicht. Über das Leben nachdenken. Okay, da würde ich sagen, wir hauen mal ab. Wir gehen mal nach Hause.
Asami, hallo Cindy, ich frage mich, ob es sich lohnt, Agatha Knautschgesicht besser kennenzulernen. Es tut mir nicht weh. Also hier steht, es tut mir weh. Aber ich sage, es tut mir nicht weh, das zu sagen, aber lass es. Ja, warum sollten wir einfach Ja sagen, wenn wir Nein sagen wollen, ne? Ich glaube, wir müssen dich kennenlernen. Weil du bist immer noch eine Magierin. Du hast zwar ein Umstyling gehabt. Aber du bist immer noch eine Magierin. Faber. Hallo. Nee, erzwungene Freude machen wir jetzt nicht nochmal. Aber das kann man echt öfter machen scheinbar, ne? Das ist schon cool. Ja, Cindy hat einfach die Macht, ne? Ach, das hier ist auch gleich vorbei. 41 Minuten. Tu dich mal bitte umziehen, damit du nicht gleich hier vor Kälte umfällst. So. Voll blau alles. Ein bisschen geübt. Wegen Üben für Auftritt. Ja. Wir könnten allerdings auch hier in den Cube Club gehen. Ich glaube, der heißt so. Der ist von der Marmalade Art. Und da wir ja hier hingereist sind, sind wir ja quasi hier in dem, ja, das Grundstück ist ja quasi aktiv. Also können wir auch hier hingehen, ne? Oh, du musst auf die Toilette. Ach Mann, ich wollte doch gar nicht den ganzen Tag weg sein. Aber ich habe hier gesehen, der Cube Club ist halt gerade da und hat auch ein Mikrofon. Apropos Mikrofon. Habe ich das wieder eingepackt? Nadine, hör auf damit. Nein. Habe ich das im Café liegen lassen? Oh, wow. Wie doof. Vielleicht kriegen wir das automatisch wieder ins Haushaltsinventar, wenn wir nach Hause reisen. Kann gut sein. So, Thermostat ist an. Und du gehst auf Klo. Ja, mach das. Oh. Ist die Tür falsch rum drin? Dann kann es nämlich sein, weil das ein Kerl ist, dass sie nicht mehr rauskommt. Na? Wir werden es gleich sehen. Das werde ich natürlich dann fixen. Ich glaube, sie kommt nicht raus. Ja, man muss die Türen wirklich richtig rum reinmachen, ne? Weil die sind irgendwie nur von einer Seite. Ja. Die sind nämlich nur von einer Seite begehbar. Die hier sind richtig rum drin. Okay. Ich weiß auch nicht, warum das ein Unterschied ist. Ich habe das halt schon mal gemerkt. Deswegen weiß ich das. So, kommt mal raus da. Jetzt geht's nämlich. Schau dann. Festival endet in einer Stunde. Tu mal bitte deinen Auftritt geben. Und zwar das mit den Keksen. Den anscheinend schon jeder kennt. Ich brauche unbedingt mal einen neuen. Warum ist hier kein Mixer? Eis für alle. Ja, es ist gerade keiner großartig da, ne? Außer Jonas. Außer Enrico. Wieso verwechsel ich euch heute denn so krass? Das ist ja übel. Erziehungstipps geben. Polizistenwitz machen. Ja, es war auch nur ein kurzer Auftritt, ne? Sie hat halt wirklich nur zwei kurze Auftritte bisher geschrieben. Und das war's. Über Modescherzen. Nein, wir fragen nicht, was er für ein Problem hat. Nur weil du jetzt sehr selbstsicher bist und denkst, du müsstest irgendwie bitten, was? Sammelobjekte einzutauschen? Was? Wie geht das denn? Ist das ein Mod? Habe ich einen Mod runtergeladen oder ist das Standard? Manchmal weiß ich es echt nicht mehr, ne? Manchmal bin ich so... Metalle? Ich hätte Frösche zum Eintauschen. Was kriege ich denn dafür? Hier, wir haben ein paar Frösche. Eierpflanzenfrosch hätte ich. Der kostet nur 8. Du, ich hätte da so einen Frosch. Hast du auch irgendein Sammelobjekt für mich? Ey, wow. Ich hoffe, das ist Standard und es ist kein Mod, weil ich würde mich echt freuen, wenn das wirklich eine Standardaktion ist, ja. Hier, Eierpflanzenfrosch. Gib mir mal was Tolles. Komm, wir tauschen. Du wolltest sie doch bestimmt schon immer. Komm schon. Ich krieg wirklich was anderes. Gegen ein neues Objekt eingetauscht. Und was?
Was habe ich gekriegt? Der ist weg. Aber was habe ich gekriegt? Ich weiß nicht was. Gebeten werden, angezapft zu werden. Nein, es ist 19.19 Uhr. Wir müssen tatsächlich mal nach Hause. Das ist nicht, weil der Vampir jetzt zu uns rangeschlichen kommt. Ich glaube, das ist nicht deswegen. Doch, es ist auch deswegen. Aber ich wollte wirklich nicht die ganze Nacht hier bleiben. Wir haben den ganzen Tag mit den Kindern verpasst. Aber ich muss doch wirklich mal was anderes sehen, Leute. Ich weiß nicht, was wir gekriegt haben. Das hier müssen wir auch mal aufmachen. Weg. Ich kann es nicht abbrechen. Jetzt hat sie Violet bekommen. Die haben ja eben schon auf dem Stand gesehen. Ich weiß nicht, was sie gekriegt hat. Schade. Na gut, Leute. Dann gehen wir mal nach Hause. Und auflösen. Und ab nach Hause. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir wohnen hier auf der Lavendelfarm in Chestnut Ridge. Das ist die Welt vom Pferderanch Pack. Und in dieser kleinen Wohnung wohnen wir. Das habe ich gebaut. Das findet ihr in der Sims 4 Galerie und im Sims Zoo. Wieder zu Hause. Ja, und wir haben natürlich ganz kalt und windig. Asami, bist du echt noch da? Komm, wir erschrecken dich mal. Ja, du bist ganz selbstbewusst, ne? Natürlich, Ball kicken, nee, machen wir nicht. Aber wir können dich mal nach Hause schicken, würde ich sagen. Jetzt haben wir es nicht gesehen, aber okay. Gestrickte Kleidung zeigen? Wie cool. Guck mal, ich habe tolle Mütze an. Ich glaube, das hat meine Mama gemacht. Nee, meine Oma. Schau mal, meine Mütze. Ist das nicht schön? Na, Balu, du wirst auch nicht älter, ne? Oh, wie knuffig. Nee, tu mal Fellbürsten, wenn er schon so. Und Hals kraulen. Wenn er schon so ankommt, ja. So verschmust. Okay, was machen denn die Kleinen? Sind die im Bett oder was? Nee. Komm mal bitte hierher. Teleportiere dich mal und ich muss unbedingt das Bett hier mal näher an die Wand schieben. Wow, du scheinst recht begabt im Zaubern zu sein. Natürlich. So, ein bisschen rüber. Und das Bettchen auch. Ich glaube, das müsste reichen. Jetzt ist halt die Gardine so ein bisschen drin, aber ja gut, was soll ich machen, ne? Dann ist es so, ich habe jetzt keine Lust, hier alles umzuräumen, deswegen. Immer auf so zu spinnen spielen, das ist nicht schön. Immer dieses Geruckel da. So, Staubi, du wirst noch gefüttert. Oh, sie ist ganz müde. Aber können wir nicht? Ach, die zwei sind so knuffig einfach. Können wir nicht mit euch irgendwas machen? Stoffwindel verwenden. Ja, bitte. Kannst du ganz selber entscheiden. Ja, zieh dich mal bitte um. Ach so, ich habe der Jenna noch ein Outfit gegeben für den Alltag mit langen Ärmeln. Weil wir einfach Winter haben, ne? Also Herbst. Ja, fast Winter. So, Outfit ändern. Du bekommst mal das hier. Ihr seid so knuffig einfach. Ich habe euch gar nicht Neos Klamotten gezeigt, so richtig, ne? Das habe ich nämlich einfach so heimlich gemacht vor der letzten Folge. Lustige Geschichte, lustige Gesichter schneiden. Oh. Jenna, bist du etwa gemein zu... wie hieß er? Wuschel? Genau, Bigfoot Wuschel. Oh Mann, Mann, wir müssen noch ein bisschen mit dir spielen, glaube ich. Einmal waschen. Wie süß, ne? Was? Ach so, ja, stimmt, wir haben ja beide hier Midlife Crisis. Was hast denn du für Wünsche? Oh, guck mal an. Die Natur entdecken.
Selina möchte Höhlen und andere spezielle Orte der Welt erkunden, gehe herum und versuche, die verschiedenen Orte einer Welt zu erforschen. Aber sehr vorsichtig, es ist gefährlich dort draußen. Die will auch in einem Sarg schlafen. Ich glaube, wir brauchen ein Sarghotel, Leute. Also irgendwie 5 Stunden an einem Steampunk-Flugobjekt arbeiten. Ach, ich weiß, was das ist. Das ist diese Rakete ist das. 10 Kreaturen sammeln. Lust auf Abenteuer. Und bei ihr ist es auch Lust auf Abenteuer. Ist halt die Frage, wann geht's wieder weg? 5 Tage, 9 Stunden. Komm mal bitte hier rein jetzt. Und du? 6 Tage. Na, okay. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Komm, wir waschen dir mal das Gesicht mit dem Lappen. Wieso streng? Ach nein, komm, ich will nicht. Die Cindy ist nicht streng. Die hat so viel Erfahrung und... Ja, so viel Weisheit und Wissen und alles. Knuddeln. Und dann muss sie ein bisschen schlafen, ne? Wir haben dir nichts beigebracht, Neo. Wir haben nur geschmust. Ich will baden, ich will immer baden. Nee, kleine Maus. Wir machen was ganz anderes mit dir. Wir spielen mal mit dir, würde ich sagen, ne? Oh, sprechen beibringen ist auch gut. Aber ich glaube, erstmal spielen. Spielen bei Aktivitäten, okay. Und wir brauchen ein Foto von dir. Baloo ist älter geworden. Na endlich, wie cool ist das denn? Das hat ja voll lang gedauert. Baloo ist von einem Fohlen zu einem ausgewachsenen Pferd geworden. Wie bitte? Baloo ist von einem Fohlen zu einem ausgewachsenen Pferd geworden. Nee, Leute, das stimmt was nicht, oder? Der Satz ist falsch. Oder? Doch. Ich glaube, ich bin mir sicher. Ja, der Satz ist auch ganz toll. Er kann jetzt geritten, trainiert, bei Wettbewerben angemeldet werden und sich mit anderen Pferden paaren. Hurra, Baloo! Wow! Also du bist schon majestätisch und ich liebe diese weiße Strähne hier oben. Hier herbeirufen, Baloo. Ja, du kleine Jenna, da musst du mal kurz warten. Okay, dann würde ich sagen, tu mal hier ein bisschen spielen. Und ich habe der Selina ein Reiteroutfit verpasst. Das hat sie als Kaltwetteroutfit und es ruckelt einfach. Weiß auch nicht. So, dann mal auf. Baloo, komm mal bitte schnell hier rein. Upa, true. Toll. Er hat einfach glatte Haare, ne? Nicht wie seine Mama. Er hat die Haarstruktur von seinem Papa. So, dann tun wir mal sein Fell bürsten. Jetzt natürlich nochmal abschließen. Für Baloo. Und... umarmen. Was für ein wunderschönes Tier du bist, Mensch. Toll. Er hat keinen Spaß. Einen Witz tun wir dir erzählen. Und was machen wir noch? Oh, ein dickes Herz. Einfach ein dickes Herz. Wie toll. Oh, die sind jetzt beste Freunde geworden. Wie schön. Zuflüstern. Ja, bitte. Was macht ihr? Seid am Spielen. Sehr schön. Na, wir werden auch ganz viel schöne Zeit miteinander verbringen. Ach, sie hat nichts für zum Füttern. Dann tu mal bitte das Präriegras ernten. Dann kümmere dich gleich mal. Schön aus der Hand füttern, ja. So, wir gucken uns mal deine Merkmale an. Du bist liebesbedürftig, Freigeist, intelligent. Hat mir das vorher schon gesehen? Wahrscheinlich schon. Ne? Sie ist entspannt, intelligent und unabhängig. Ja, ich glaube, das haben wir vorher schon gesehen. Ich habe es nur vergessen. Macht aber nichts. Jetzt gehst du selber futtern. Okay. Ist auch okay. Tu mal dem Enrico eine SMS schicken, dass Baloo jetzt älter geworden ist und auch der Sophie. Dann tust du nochmal Präriegras ernten. Oh, wir haben noch gar nicht die Plakette. Nee, das heißt gar nicht Plakette, oder? Wir haben noch nicht mal die Trophäe aufgehangen. Das machen wir mal gerade.
Hier ist nämlich die andere. Ja, jetzt haben wir zweimal die Goldmedaille. So cool, ne? Im Springreiten und hier im Westernreiten. Hallo, ich glaube, wir gehen noch ein bisschen reiten. Doch, das ist eine gute Idee. Hat sie noch Energie? Ja, klar. Sie hat voll Energie. Für bestimmten Sim öffnen, nochmal für Baloo. Und hier herbeirufen. Baloo. Du hast doch schon fertig gefuttert, ne? Ja, ja. Ach so, Spaß ist niedrig. Aber wir gehen nur ganz kurz. Oh, wir gehen wirklich nur ganz kurz, oder? Na, weiß nicht. Hm. Komm, wir gehen nur ganz kurz. Mal gucken, was du für einen Sattel bekommen hast. Ja, wir gehen nur einmal um den Block. Okay, das kann sich sehen lassen. Das hier ist zwar dunkler wie das, kann man aber irgendwie noch anpassen. Ist ja kein Problem. So, dann gehen wir mal ein bisschen raus. Er will nicht? Naja, okay. Ich werde das jetzt nicht nochmal probieren. Komm mit rein. Du bist zu müde, ich verstehe schon. Du hast keine Lust. Ja. Wir erzählen dir noch einen Witz. Machen die Tür wieder zu. Nee, nicht öffnen. Schließen. Für Baloo. Du, ich habe ein paar Witze von der Cindy aufgeschnappt. Bevor sie dir alle erzählt, erzähle ich dir mal den besten. Es scheint ihm gefallen zu haben. Du kannst auch ein bisschen den Ball spielen, Baloo. Hm. Leicht schmutzig, dann mach den mal sauber. Wir haben Baloo keinen Stellplatz zugewiesen, ne? Ich glaube, ich wollte auch, wenn es kalt ist, dass die hier drin dann schlafen, ne? Dann machen wir das mal. Stellplatz zuweisen. Mary. Ich glaube, hier war Baloo eigentlich drin, ne? Baloo. Ja, es ist etwas frisch. Oder was war jetzt los hier? Ne, zuschauen. Junk Meals, mach das mal. Oh nein, da ist jemand traurig. Aber er guckt nicht traurig. Er ist einfach so niedlich. Dann lasst doch trösten, bitte. Wie süß ist das denn? Nee, ich glaube, er möchte ins Bett. Schlafenszeit, Asami. Bring mich im Bett. Ich bin ganz müde. Bitte, bitte. Oh, ihr habt Fernsehen geguckt. Mit Asami Fernsehen geguckt. Oh, du bist ja auch ganz müde. Hör mal auf. Komm mal runter hier. Die Selina bringt dich ins Bett. Ey, Asami. Das ist unpraktisch, wenn du hier immer die Klamotten liegen lässt. Räumst du die auch auf gleich, bitte? Ach, guck mal, sie hat irgendwie die Töpfchen sauber gekriegt. Ne? Weil wir haben die nicht sauber gemacht. So. Jenna ins Bett bringen. Nee. Oh, ich glaube, ihn hätten wir in den Schlaf lesen müssen, ne? Hier, hast die Schlafenszeit. Ja, räum's weg, finde ich gut. Ja, ins Bad. Bin froh, dass sie nicht ins Schlafzimmer gegangen ist. Auf ins Bett, kleine Maus. Eigentlich hätten wir Jenna früher ins Bett bringen müssen, weil sie ist ja Frühaufsteherin, ne? Mit der Sonne steht sie auf. Jetzt haben wir 1.11 Uhr. Ich glaube, Asami, du kannst wirklich gehen. Trinkgeld geben und wegschicken, oder? Danke, dass du da warst. Die kleinen Gurken schlafen jetzt. Du kannst gehen. Ich hoffe, wegschicken ist keine negative Interaktion hier. Sehr gut, das war richtig. Du auch ab ins Bett. Ja, das war doch ein erfolgreicher Tag, Leute. Ich glaube mal, ich höre es auf zum Aufnehmen, ja. Ja, ich kann schon nicht mehr reden, ich muss aufhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir
hören uns das nächste Mal wieder, beziehungsweise ihr mich. Bis dann. Ciao.